Freunde des guten Geschmacks, ich bin richtig gut drauf, denn heute wird angegrillt. Wir machen jetzt ein richtig geiles Cola-Fleisch. Das habe ich bei Westmünsterland Barbecue gesehen und das sah so außergewöhnlich aus. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Ich glaube, das wird richtig geil. Da ist Cola mit drin, da sind Kirschen mit drin, Fleisch logischerweise, Suppengemüse. Also es wird eine wilde Kombi und ich glaube, die wird richtig überragend. Wir fangen an und braten als allererstes unser Fleisch an. Wir haben dafür ein falsches Filet vom Rind genommen. Den Dutch Oven habe ich schon vorgeheizt. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Salz ans Fleisch dran. Wie im richtigen Leben fangen die schönen Sachen mit einer Massage an. Also ein bisschen Salz drauf geben, mit den Händen so ein bisschen eindrücken. Wir haben jetzt hier knapp 1,3 Kilogramm Fleisch genommen und ihr könnt gleich damit, das ist so ein bisschen wie Pulled Pork, jetzt könnt ihr das so richtig schön auseinanderziehen. Wir werden uns das gleich auf den Burger legen mit ein bisschen Krautsalat, ein paar Gürklis. Das ist so ein richtig geiles Essen, wenn ihr Freunde bekommt, was ihr vorher noch ein bisschen vorbereiten könnt und dann macht ihr euch alle geile Burger. Los geht's! Wir starten damit, dass wir das Fleisch anbraten. Das sollte jetzt im besten Fall zischen und brutzeln. Einfach mal richtig schön von allen Seiten. Das zischt. Zu den Einstellungen vom Grill habe ich die äußeren Brenner angemacht und versuche eine Temperatur um die 180 Grad Deckeltemperatur hier konstant drin zu haben, weil wir werden das Ganze ungefähr 3 Stunden nachher köcheln lassen. So, hier geht es jetzt nur darum, dass wir ein paar Röstaromen dran kriegen. Das machen wir jetzt von allen Seiten. Dann nehmen wir das Fleisch wieder raus und braten unser Gemüse an. So, wir haben ein paar Röstaromen dran. Wir legen das Fleisch jetzt beiseite. Und jetzt geht's mit dem Gemüse weiter. Wir fangen mit den Sachen an, die besonders hart sind, logischerweise. Also, ich habe eben schon 2 Möhren klein geschnitten. Da musste ich jetzt erst gerade mal wieder dran riechen, um zu wissen, was das war. Petersilienwurzel. Wie heißt das denn vom Suppengrün, was dabei ist? Schreibt mal in die Kommentare, ich komme gerade nicht drauf. Sellerie oder was? Ist das Sellerie? Ja, Wurzel. Schreibt mal in die Kommentare, ob das in dem Suppengrün drin ist, weil das kommt da jetzt auch noch rein. Also zusammengefasst kauft ihr einfach ein so ein Paket Suppengrün, weil dann habt ihr auch noch Lauch, den braucht ihr gleich auch noch. Das lassen wir einen kurzen Moment mal eben so ein bisschen weich werden, ein bisschen anrösten. Dann machen wir noch 2 Gemüsezwiebeln rein. Also ich würde sagen, das ist das perfekte Gericht, wenn du zum ersten Date gehst. Also ist jetzt so gefühlt 1 Kilo Zwiebeln drin. Na klasse. Habt auf jeden Fall Freude zusammen. Am besten vor dem Date, dann war es das letzte Date. Und dann lasst ihr das Ganze ein bisschen andünsten, bis das weicher wird. Und dann gibt ihr noch ein bisschen von eurem Freund dazu, also ein Lauch. Zum Schluss haben wir jetzt gleich noch ein bisschen Knoblauch rein. Ihr wisst, Knoblauch, Tomatenmark, beides kann bitter werden. Also sobald das im Spiel ist, dürft ihr nur noch kurz anbraten. Knoblauch. Dann machen wir ungefähr 3 Esslöffel Tomatenmark, weil der mag Tomatenmark. Das könnten 3 Esslöffel sein. Kleines Ratespiel, warum machen wir Tomatenmark rein? Ganz genau für einen richtig geilen Umami-Geschmack. Aber wir werden natürlich das Ganze gleich noch ein bisschen tunen und hauen, denn ihr wisst, sicher ist sicher, noch ein bisschen von unserem Geschmacks-Umami rein. Und für alle die, die es noch nicht mitbekommen haben, die Genussmanufaktur ist unsere eigene Firma. Wir stellen die Gewürze selber her. Es ist alles Handarbeit. Es ist einfach unfassbar lecker und da ist nur drin, was in Gewürze auch reingehört. Gewürze. Also schaut super gerne mal in unserem Online-Shop vorbei, der Genussmanufaktur Trier. Link packen wir natürlich unten in die Beschreibung. Und jetzt kommen die ganzen Flüssigkeiten ins Spiel. Eine Frage, die die Menschheit scheidet, wie spricht man diese Soße aus? Viele sagen Worcester. Ich bin auf Recherche gegangen und Leute, die Antwort ist, diese Soße heißt, ob man es glaubt oder nicht, Worcester Sauce. Quelle vertrauen mir, Bruder. Ja, wie auch immer sie heißt, sie ist lecker in Gerichten. Einzeln probiert ist sie widerlich, aber hiervon machen wir jetzt ungefähr 30 Milliliter rein. Ich denke... Pi mal Daumen oder was? Das sind 30 Milliliter. Ich glaube, das ist mehr. Ich glaube nicht. Und jetzt anschneiden. Womit würdet ihr am wenigsten jetzt bei diesem Gericht rechnen? Genau, mit sauren Kirschen, aka Schattenmorellen. Die kommen jetzt auch noch mit rein. Es ging ganz leicht auf. Die Kirschen und auch der Saft. Ist das nicht ein absurdes Bild, dass ich hier gerade Kirschen in den
Es sah ja aus wie ein Suppenansatz, reinrühre. Allerdings. Aber warte, es wird noch ein bisschen skurriler. Nee, schmeckt nicht, ich hab Kohl da. Ups, vertan. Jetzt kommt hier auch noch Cola rein. So ein guter Liter. Für alle die, die jetzt paralysiert vorm Fernseher sitzen, beziehungsweise vorm Laptop oder wo auch immer vor, streuen wir die ganzen Zutaten natürlich nochmal in die Videobeschreibung rein. Weil das ist ja Hanebüchen hier. Es ist immer noch nicht zu Ende. Jetzt könnt ihr noch etwas, wo ihr persönlich Bock drauf habt, reinmachen. Ich stehe total auf so Barbecue-Geschmäcker. Mag diese hier ganz gerne. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal Smoky Bacon. Aber ihr könnt auch Ketchup oder wo auch immer ihr Bock drauf habt, reinmachen. Da brauchen wir ungefähr 500 Milliliter. Und damit wir alle wieder durchatmen kommen können, kommt jetzt noch was Normales rein. Schuss Weißweinessig. Das sind aber zwei Schüsse. Schießerei. Eine Schießerei Weißweinessig. Und jetzt kriegt das Ganze eine besondere Note. Wir machen unser Geschmacks-Umami noch rein. Das macht den ganzen Geschmack noch vollmundiger, noch aromatischer. Und ich bin so gespannt. Das wird uns gleich sicherlich aus den Socken hauen. Und jetzt kommt unser Kleines zurück in die Wanne. In die Wanne. So. Das ist ein verrücktes Bild mit diesen Kirschen da oben drauf. Also Westmünsterland Barbecue, ich vertraue dir da jetzt mal. Grüße gehen raus. Aber ich glaube, das wird richtig, richtig geil. Das Ganze köchelt jetzt ungefähr 2,5 bis 3 Stunden bei 180 Grad. Ich habe das Ganze, wie gesagt, indirekt gemacht. Das heißt, die Brenner direkt unter dem Dutch Oven sind bei mir ausgeschaltet. Und ich habe nur rechts und links die Brenner laufen. Ich kontrolliere die Deckeltemperatur, sodass wir da bei unseren 180 Grad bleiben. Eine Ewigkeit später. So, ich glaube, man sieht schon, wie schön zart das Fleisch jetzt geworden ist. Das können wir jetzt einfach mit Pulled Pork Gabeln auseinanderziehen. Und dann können wir uns gleich schon richtig leckeren Burger belegen. Zerdrücken jetzt noch so die Soße, damit wir die Kirschen, das ganze Suppengemüse etc. alles harmonisch in der Soße drin haben. Machen wir es mit so einem Drückgerät alles einmal richtig schön zu Püree. Ein richtig schön gebuttertes Briochebrot. Und dann bauen wir uns jetzt gleich auch schon unseren Burger zusammen. So, liebe Freunde, jetzt kommt der Moment der Momente. Wir bauen uns unseren Burger zusammen. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. In erster Instanz machen wir ein kleines Bett aus Krautsalat. So, dann packen wir logischerweise den Hauptdarsteller drauf. Unser Cola Beef. Das kann nur lecker werden. Was darf nicht fehlen? Gürklis. Der Moment der Momente. Oh, ich habe ihn falsch rumgelegt. Der Tasty Test. Und jetzt heißt es probieren. Ich habe ein bisschen viel reingemacht. Geil. Das schmeckt so unfassbar geil. Das müsst ihr unbedingt nachmachen. Und du hast jetzt zum einen diese Süße drin. Die kommt logischerweise durch die Cola, durch die Kirschen, die drin sind, durch das Brioche-Bun, was wir genommen haben. Und dann hast du als Gegenspieler diese geile Säure, die im Krautsalat ist, die in den Essiggurken ist, die aber auch in dem Weißweinessig etc. drin war. Durch das Suppengemüse etc. bekommt das so eine geile herzhafte Note. Also diese Komposition aus herzhaft, aus süß, aus Säure ist so super interessant. Und ich schwöre, bei meiner nächsten Grillparty werde ich das vorbereiten, weil das... Ja, das kannst du super ansetzen, bevor deine Gäste kommen und kannst wirklich einen legendären Burger zaubern. Also Leute, unbedingt nachmachen. Absolute Empfehlung. Kriegt von mir 10 von 10 Sternen. Das ist wirklich der interessanteste Burger, den ich seit Ewigkeiten gegessen habe. Schmeckt einfach so anders. Also, kann ich mich reinlegen.